Ich sehe ihre LinkedIn-Profile, Gesichtserkennung, Facebook. Ich weiß, was sie zum Mittagessen hatten. Nein, also Sie sehen schon. Gut, wobei da geht manchmal ein bisschen ein Raunen durch den Saal und ich spreche eigentlich nur davon, Informationen, die heute freimütig rausgegeben wird, anders zu aggregieren und anders anzuzeigen, nämlich als Sprechblasen über ihren Köpfen. Demgegenüber stehen 47% der Weltbevölkerung, die in Chile oder Peru in, ja, sagen wir, ein Mensch pro Quadratkilometer leben. Ich habe früher immer so flapsig gesagt, die leben aber trotzdem nicht im Wald. Bis mein Herr aus Chile aufgestanden ist, gesagt hat, doch, ich lebe im Wald, riesiges Anwesen, alles wunderschön, aber ich habe Satellitenfernsehen, ich habe Fiberglas, Internet und ich will auch Same-Day-Delivery. Der einzige Vorteil, ich habe zwei Vorteile damit. Das erste ist, uns geht es damit eigentlich ganz gut. Weil stellen Sie sich mal vor, Sie wüssten alles über Ihr Leben. Sie wüssten alles Gute, Sie wüssten aber auch alles Schlechte. Eigentlich eine unvorstellbare Idee. Vor allen Dingen eine, mit der wir in Zeiten des Individualismus sehr, sehr schwierig umgehen können. Im Mittelalter war das ganz anders. Die Menschen im Mittelalter waren vom Fatalismus überzeugt. Irgendjemand hat mich dahingestellt, wo ich stehe, den einen ein bisschen höher, den anderen ein bisschen niedriger, da schaufel ich nun. Meistens war es eine höhere Entität, je nachdem, woran sie glauben, in den meisten Fällen eben Gott. Und das war vollständig in Ordnung. Mein Schicksal steht in einem Buch. Ich habe Ihnen zwei, drei Methoden mitgebracht, weil ich muss Sie leider als erstes mal enttäuschen. Egal, welches Mittel Sie verwenden, ob jetzt ein asiatisches Stäbchen-Orakel oder was es da alles so Schönes gibt, keines funktioniert. Sie können die Zukunft nicht vorhersagen. Das hat leider meine CEOs immer sehr unglücklich gemacht, weil die hätten das natürlich gerne gewusst. Was müssen wir wann mit welchem Ressourcenaufwand entwickeln? Wann bringen wir das auf den Markt? Wer möchte das denn kaufen? Wie gehen wir damit um? Wie wird das gebaut? Wer baut das? Wird das beauftragt? Wie wird das wieder auch auseinandergenommen, um Ressourcen zu sparen und. Das sind alles Fragen, die sich aus solchen Trends ergeben. Es kam ein schwäbischer Mittelständler zu uns und hat gesagt, Herr Neumann, wir müssen Digitalisierung. Dann habe ich gefragt, ja, okay, und warum wollt ihr das? Was macht das für einen Sinn? Und dann gesagt, Herr Neumann, das wissen wir nicht. Dann sage ich, warum sind Sie dann heute hier? Ja, haben der Chef gesagt. Dann sagen wir, ja, warum hat er das gesagt? Ich habe im Handelsblatt gelesen.